Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, hier im Whisky-Club. Sie ein bisschen auf dem Karton trommeln, das bietet sich an. Hat man ja so selten Gelegenheit dazu. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Thomas Thiemeier. Ich begrüße euch hier auf dem roten Sofa, um mit euch wie jeden Sonntag einen neuen Whisky zu verkosten. Huh, und da steht er. Vielmehr, da stehen Sie. Denn wer zählen kann, wird feststellen, es sind drei an der Zahl. Und die werde ich jetzt in den kommenden Wochen hintereinander wegtesten und vorstellen. Die Rede ist von Glenfiddich, Age of Discovery. Yes, ich habe mir mal irgendwann diese hübsche kleine Box hier zugelegt mit 0,2 Fläschchen drin, einfach um mal einen Überblick über diese besondere, spezielle Reihe zu bekommen und mal zu schauen, ob es sich eventuell lohnt, von dem einen oder anderen später nochmal eine größere Flasche zu kaufen. Und nachdem ich jetzt so ein bisschen rumprobiert habe, ja, doch. Also ich will nämlich vorgreifen, ich will hier dem Ergebnis nicht vorgreifen, sondern ganz unvoreingenommen jetzt nochmal aus der Distanz heraus diese drei Whiskys testen und euch vorstellen. Glenfiddich, ganz kurz umrissen, 1886 gegründet. Gehört auch heute noch der Gründerfamilie Grant, ist also unabhängig und ist damit eine der letzten Destillerien, die tatsächlich noch in den Händen der Gründerfamilie sind. Gelegen in der Speyside, hier das goldene Dreieck, das Herz der schottischen Whiskyindustrie, ganz nah neben der Destillerie Balvenie, was auch kein Zufall ist, denn Balvenie ist praktisch die Schwesterdestillerie von Glenfiddich. Und man hat immer so ein bisschen gesagt, Balvenie, das sind so die edleren, die schöneren Whiskys aus der Glenfiddich Destillerie. Das kann man jetzt nicht mehr so unbedingt sagen. Dafür habe ich inzwischen schon zu viele gute Glenfiddich Whiskys getestet. Ich bringe euch hier mal die Playlist rein. Da könnt ihr mal schauen, was wir schon alles gecheckt haben. Aber das sind natürlich nichtsdestotrotz besondere Exemplare. Warum besonders? Diese ganze Box, ich muss jetzt mal gucken, ich halte euch das mal so ein bisschen in die Kamera hier. Also erstmal die Flasche. Das ist eine Miniaturversion der normalen, klassischen Glenfiddich-Flasche mit dem gerundeten, dreieckigen Boden. Allerdings jetzt hier eingedunkelt. Naja, und diese Box ist natürlich der Hit. Die ist natürlich super genial. Hier könnt ihr mal sehen, wie die Whiskys da drin stehen. Das ist toll. Hier kann man das dann so wird die dann geschlossen. Ja. Rundherum spricht diese Box von Seefahrt, von Abenteuer, von den großen Entdeckern. Und ja, deren zu Ehren ist die Box entworfen worden, gemacht worden. Nämlich um die portugiesischen Seefahrer des 15. Jahrhunderts zu ehren und zu würdigen. So. Und das Besondere an diesen Whiskys ist, sie sind alle 19 Jahre alt. Das ist inzwischen schon ein sehr stolzes Alter für einen Whisky. Ja, 19 Jahre, da kann man nicht mäkeln. So, schenken wir mal ein. Und zwar möchte ich beginnen mit der Nummer 1 aus diesem Set. Einem Whisky, der über 19 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern reifen durfte und der dann ein Finish in Madeira-Fässern bekommen hat. Und zwar Madeira-Fässer des bekannten Madeira-Produzenten Enrique E. Enrique. Habe ich gelesen. Ich kenne den nicht. Aber habe ich gelesen, dass der bekannt sei. Ja, deswegen sage ich das jetzt hier mal so. Ganz hübsch gemacht. Übrigens auch das kleine Fläschchen mit Korken. Also liebevoll gemacht, die ganze Box. Ach, was hat sie gekostet damals? Um die 90 Euro, glaube ich. Also nicht ganz billig. Diese Whiskys sind auch insgesamt nicht ganz billig. Oder warte mal, stimmt das überhaupt? Habe ich die Box? Nee, ich glaube die Einzelflaschen. Die Einzelflaschen kommen ungefähr auf 90 bis 100 Euro, wenn man sie dann kauft. 0,7er. Was die Box jetzt gekostet hat, weiß ich gar nicht mehr. Ach, da müsst ihr selber mal schauen. Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ich muss das mal so hinstellen, dass das hier hübsch aussieht und nicht umfällt. Glenfiddich. Was ist über die Whiskys zu sagen?
Sie sind leider, das ist ein bisschen ein Minuspunkt bei der ganzen Geschichte, nur mit 40 Volumenprozenten Alkohol abgefüllt. Aber sie sind nicht kältefiltriert und nicht gefärbt. Was wir also sehen, das ist Natur pur. Das ist eindeutig auch der Einfluss des Madeira-Fasses. Und ja, schauen wir mal. Schöner alter Glenfiddich. Ich bin mittlerweile ein ziemlicher Glenfiddich-Fan. Muss nicht unbedingt der 12er sein. Der ist tatsächlich so ein bisschen supermarktmäßig Massenware. Aber alles, was ich sonst so getestet habe, 18-Jährige und so, lecker Stöffchen dabei. Der jetzt, wie gesagt, 19 Jahre alt. Halten wir mal die Nase rein. Oh, wow. Ja. Saftig. Saftig, fruchtig. Saftorangen. Die erste Assoziation. Moro. Saftorangen. Frisch gepresst. Oh, mit ein bisschen Zimt obendrauf. Weiß nicht, schmeckt das? Keine Ahnung. Aber ich habe so eine Zimt-Assoziation dabei. Süße Vanille. Heidehonig. Also ein richtiges, schönes, dunkles, schweres Früchtekompott. Bisschen Malz. Ja, leichte, angenehme Malzigkeit. Ja, und er riecht einfach wie ein gesetzter alter Whisky riechen muss. Mit so einem leichten Anklang an Honigwaben. Mag ich sehr, sehr gerne. Finde ich immer toll. Und mir läuft tatsächlich das Wasser im Mund zusammen. Ich muss den jetzt mal probieren. Schon ein leckeres Stöffchen. Oh ja. Oh ja, der ist sowas von, oh, da könnte man sich reinlegen. Der ist sowas von weich und fruchtig und gefällig und geschmeidig. Das ist so ein, oh, so ein eleganter, schöner, da keine Ecken, keine Kanten, da beißt nichts, da zwickt nichts. Manch einem wäre wahrscheinlich zu gefällig, zu schön, zu geschmeidig, aber ach je, das ist auch mal was. Also muss ich schon sagen, dass, wenn das gut gemacht ist, diese Eleganz, dann hat die was. Und das ist bei dem toll gelungen. Also richtig, richtig gut. Natürlich würde ich mir 3% mehr wünschen. Ach je, auch 6. Aber komischerweise bringt der so viele Aromen mit. Der ist so aufgeladen mit Aromen, dass man das gar nicht vermisst am Anfang. Man vermisst es dann vielleicht später beim zweiten oder dritten Schlückchen. Man sagt, oh, hätte er doch noch ein bisschen mehr. Aber so jetzt auf der Zunge ist er einfach nur perfekt. So richtig rundherum perfekt. Schönes, langes Finish auch. Die Madeira-Fässer kommen einfach sehr, sehr schön zum Tragen. Viele reife Früchte. Und schwer zu sagen, welche Früchte das jetzt sind, weil das so komplex ineinander verwoben ist. Süße Vanille. Und dann wieder dieser Heidehonig. Fange ich an zu sabbern? Ja, ich glaube, ich stehe kurz davor. Also, er ist schon sehr, sehr lecker. Ja, doch, sehr, sehr lecker. Und ich glaube, also zumindest den werde ich mir wahrscheinlich nochmal irgendwann holen. Wenn es ihn denn noch gibt. Ich muss mal gucken, wie denn die Verfügbarkeit ist bei der Discovery Edition. Ich glaube, es gibt sie noch. Doch, doch. Glaub schon. Und das ist ein Kandidat, der könnte mir gefallen. Ja, doch. Den würde ich mir wahrscheinlich tatsächlich nochmal nachkaufen. Also, Wertung. Habe ich eigentlich schon was über die... Ja, doch, ich habe gesagt, nicht gefärbt, nicht kältefiltriert, ne? Ja. Was übrigens verwunderlich ist mit der Kältefiltration. Ich habe das gelesen, der sei nicht kältefiltriert, aber der hat ja nur 40 Volumenprozent Alkohol. Wieso kommt es da nicht zu Ausflockungen? Egal, nicht mein Problem. Ihr habt es gelesen, vielleicht habt ihr was anderes gelesen. Ich bewerte das gute Stückchen jetzt mal. Nummer 1 aus der Discovery Edition. Madeira kriegt von mir 92 von 100 Punkte. Oh ja. Yeah. Und ich freue mich jetzt, den noch in aller Ruhe
genießen zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt auch was Schönes im Glas, könnt auch noch genießen und das den Tag noch schön ausklingen lassen. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, macht was Gutes draus und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil aus der Discovery Edition. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.